Schön, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben und hierher gefunden haben in dem Bürgersaal, um mit uns die muslimischen Kulturtage zu eröffnen. Mein Name ist Ibrahim Aslanur. Ich bin Mitglied im deutschsprachigen Muslimkreis, bin Doktorand an der Uni Tübingen und Lehramtsstudent an der PH Karlsruhe. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zu den diesjährigen muslimischen Kulturtagen in Fächern. Mein Name ist Günter Karabirk, ich habe ebenfalls an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe Grundschullehramt studiert und bin angehende Referendarin. Heute Abend erwarten Sie nicht nur Redebeiträge, sondern auch eine musikalische Einlage. Als muslimische Deutsche in deutscher Sprache stärker wahrgenommen werden.
türkischen offiziellen Vertreter der Muslime. Es kann ja keine Festlegung von deutschen Bürokraten oder Politikern geben, was dort gelehrt wird, sondern die Muslime müssen wesentlich sagen, was dort gelehrt werden soll. Und der Staat achtet nur darauf, dass es im Rahmen des Grundgesetzes ist. Sie haben nun die Gelegenheit, bei Snack und bei Getränken in den Dialog zu treten. Die Getränke und der Snack ist draußen, ebenso der Bücherstand, der mehrmals erwähnt wurde. Gerne